herzlich willkommen zu einer neuen Wanderung. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Siebenmühlental, eine Gegend, die hier sehr nah dran ist, so vielleicht Luftlinie 10, 15 Kilometer entfernt und wir noch nie dort gewesen sind. Also, das Ding heißt Siebenmühlental. Nach 600 Metern den rechten Fahrstreifen. Leute. Nach 3 Kilometern den rechten Fahrstreifen. 52A-52B Stuttgart-Möhringen auf B27 Richtung Filderstadt zu nehmen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben den 1. Mai, Feiertag und damit natürlich Wanderung angesagt, ganz ohne Bollerwagen. Ja, ich sitze im Auto. Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter wegfahren, hatte aber keinen Bock, 90 Kilometer weit zu fahren, um den Blautopf bei Blaubeuren zu sehen, sondern habe mich jetzt entschieden, etwas zu tun, was ich schon lange vorhatte und immer wieder dran vorbeifahre und denke mir, Mensch, das kann doch nicht sein, so nah und noch nie da gewesen. Wir fahren in das Siebenmühlental und versuchen jetzt hier auf einer Strecke alle Mühlen abzuklappern, die wir finden können. Also lassen wir uns mal überraschen. Bestes Wetter, wir haben fast 30 Grad, so Sonne, ein paar Wolken, aber wird schon knackig. Ja, allzu lang wird die Strecke nicht, irgendwas zwischen 16 und 24 Kilometer. Mal gucken, wie wir da durch die Gegend fahren, wie wir da durch die Gegend laufen. So, Freunde der gepflegten Wanderblase, jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist der 1. Mai und damit muss natürlich gewandert werden. Wir sind in der Gegend von Leinfelden-Echterdingen, hört man auch schon so ein bisschen am Fluglärm, und werden im Siebenmühlental versuchen, alle Mühlen abzuwandern, die es hier gibt. Also, na denn, gucken wir mal, was das hier kann. Ich habe schon jede Menge Leute zu Fuß unterwegs gesehen. Es ist der 1. Mai, natürlich ist alles am Wandern. Und ja, hoffen wir mal, dass es nicht zu überlaufen wird. Lasst euch überraschen. Los geht's. Also das hier ist der Parkplatz zur Eselsmühle, an der wir gerade vorbeigekommen sind. Ihr habt gesehen, es ist elendiglich viel los, es sind Massen unterwegs, das ist der Hammer. Na gut, aber 1. Mai, was erwarten wir? Ne? Dementsprechend müssen wir durch. Gut, Eselsmühle sind wir jetzt also vorbei, zumindest so kleine Bilder konnte ich euch zeigen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn da so viele Menschen unterwegs sind. Also wird es wahrscheinlich, je nachdem wie die anderen so aussehen, eher dahin gehen, dass ich euch da weniger Bilder zeigen kann. Aber vielleicht, ja, kann ich euch ein bisschen was zumindest mitnehmen. Und dann zwischendurch ein bisschen Natur, wenn mal nicht so viel los ist. Gut, der Eselsmühle war immerhin 1451 schon das erste Mal erwähnt als mehlmalend. Und hat bisher, ja, ganz gut überlebt. Ist jetzt arg renoviert worden, seit den 50er Jahren Demeterbetrieb. Und mittlerweile nicht mehr Mehlmühlen, sondern hauptsächlich nur Gastronomie, Event und Unterbringung, Ferien, Urlaub, bla bla. Gut, von daher gehen wir jetzt einfach mal ein Stückchen weiter. Es findet hier auf dieser Strecke so zum Teil auch ein Event statt, der Mühlentrubel, der natürlich viele Wanderer hier gerade anzieht, die dann aber wahrscheinlich eher einkehren werden, denn hier schenken schon Schilder mit hier lang Wurst. Und damit sind wir an Nummer 2 schon vorbei, also eigentlich Nummer 3, weil die Eselsmühle war die zweite von 11 Mühlen. Diese hier, die Meulesmühle, ist die dritte von 11. Erstmalig erwähnt irgendwann 1389 oder sowas und heißt eigentlich gar nicht so, weil der ehemalige Besitzer, der Meilen, ist derjenige, der hier lange Zeit unterwegs war und hat eigentlich, also irgendwann ist aus Meilens Mühle dann eben Meulesmühle entstanden. Wie auch immer, bis immerhin 1945 wurde an dieser Wassermühle noch Mehl gemahlen und damit ja schon relativ lange. Jetzt ist es mittlerweile auch nur noch ein Stadtbetrieb, gehört zu Leinfelden und hat ja eigentlich hauptsächlich mal Restaurantcharakter und zusätzlich im Sommer findet hier die Waldranderholung statt, sodass also die Kinder auch die Möglichkeit haben, Ferien zu machen. So, jetzt haben wir die Meute mal überholt.
denn natürlich sind hier alle sehr gemütlich am Wandern und sich bewegen und das Wetter genießen. Und ich habe ja keine Zeit. Eh erst spät losgekommen, ist schon, als ich losgegangen bin, 13.15 Uhr gewesen. Den Morgen noch ganz gemütlich genossen. Und trotzdem haben wir aber irgendwas so um die 24 Kilometer am Ende vor uns hin und zurück. Es wird allerdings leider nicht ganz so spektakulär in dem Sinne, dass wir hin und zurück fast die gleiche Strecke laufen. Ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht noch irgendwie rundherum komme. Aber das war ja jetzt heute Morgen so eine Notfallplanung, mal geschwind rausgesucht. Welche Mühlen gibt es denn hier? Die bei Komoot als Wegstrecke eingegeben. Ja, dann kommt halt so weit bei raus, ne? Gut, also jetzt gucken wir uns mal an, wie die Hintour so läuft und ob sich irgendwas ergibt auf der Rücktour, wo man sagen kann, da kann ich nochmal links oder rechts ein bisschen weggehen. Soll ja dann auch nicht zu spät werden heute, ne? Gut, also jetzt erstmal weiter. Genießen wir das tolle Wetter. Alter Schwede, es eskaliert hier. Also was hier Jugend und junge Erwachsene den 1. Mai nur dazu nutzen, um sich unkontrolliert volllaufen zu lassen, ist schon herrlich. Also ja, gerade so im Hintergrund ja noch da Rollerwagen-Tuning vom Feinsten. Ich weiß nicht, wie viele Batterien, wie viele Endstufen, wie viele Big Boxen, da war gerade ein paar, die haben es gerade so bei einer leichten Steigung zu zweit geschafft, diesen Wagen zu ziehen. Ja, wahrscheinlich so schwer so wie ein Kleinwagen, keine Ahnung. Halt mit Boxen und Getränken und allem Scheiß. Ja, also, naja, sollen sie machen. Hauptsache, wir sind da wieder weg und kommen hier so ein bisschen wieder in ruhigere Gefilde. Also im Moment hier erstmal schön durch den grünen Wald. Angenehmes Waldwegelchen. Wollen wir mehr? Mal da jetzt irgendwie durchgekrabbelt kommen. Man hätte ja auch außen rum gehen können, aber nein, so ein Baumstämmchen wird uns doch wohl nicht stören. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier eigentlich lang müssen. Ich habe keine Ahnung. Drehe ich mal um. Ich würde sagen, hier ist es begründet, außen rum zu gehen. Aber dieser Weg hier, den Komoot mir da vorschlägt, der ist schon wieder echt witzig. Single Trail, ja, ein halber Single Trail. Aber schön. Also Ohrstöpsel brauchen wir heute gar nicht, weil wenn das Musikalische von der Almenmühle abklingt, ist man schon wieder in Reichweite des Gegröhles der nächsten Mühle. Die Strecke hier läuft direkt durch einen Sägeholz-Großhandel. Also jetzt am Feiertag ja kein Problem, aber normalerweise ist hier wahrscheinlich Werksverkehr, fahren Fahrzeuge durch die Gegend. Muss man also aufpassen, als Wanderer dann nicht platt gemacht zu werden. Ich würde auch empfehlen, in diesem Bereich das Rauchen zu unterlassen. Und noch dazu befinden wir uns jetzt hier bei der unteren Michelsmühle. Eigentlich auch eine stinknormale Mühle gewesen. Irgendwann im 14. Jahrhundert erbaut und dann aber im Verlauf eben zu einer Sägemühle umgebaut und somit hier als Teil dieses modernen Sägewerks integriert. Pause gab es jetzt also nach etwa 10 Kilometern schon rum und ich wollte eigentlich an den Biergarten Pause machen, war aber so voll, Schlange bis wer weiß wo,
habe ich nicht getan. Vorhin, als ich hier runtergekommen bin, habe ich euch noch das Ding hier hinten im Hintergrund gezeigt. Auch hier steht ein Mann-Bunker in der Gegend rum. Also entsprechend mit Schießscharten zum Zumachen, zum Schutz. Naja, Überbleibsel vergangener Zeiten, die wir hoffentlich nicht wieder erleben müssen. Wie ihr seht, befinden wir uns jetzt auf einer richtigen Waldautobahn. Also eigentlich als Bundeswanderweg gekennzeichnet, aber natürlich auch hochfrequentiert von Radfahrern. Geht es aber trotzdem ganz gut vorbei hier. Also wenn man sich rechts oder links dann am Weg hält, kommt man gut aneinander vorbei, ist breit genug. Gut, es gäbe den Wanderweg links von mir, das ist eher so wirkliche Waldautobahn. Und rechts von mir, das ist der Weg, den ich euch gezeigt habe beim Herkommen. Da, wie gesagt, der Weg jetzt rückzu recht unspektakulär ist, nutze ich die schnellste Variante. Also wie ihr seht, hier sind jede Menge Mühlen unterwegs. Wir haben nicht alle davon gesehen und bei den meisten sind wir vorbeigegangen aufgrund der enormen, wahnsinnigen Lautstärke und Feierei. Also wie gesagt, ich komme nochmal wieder her und dann machen wir das nochmal in Ruhe. Wir sind auf den letzten 4 Kilometern und jo, ein Problem habe ich. Ich würde ganz gerne in Berlin an den 100 Kilometern teilnehmen vom Mammutmarsch. Problem, ich muss am Freitag arbeiten und komme erst spät hier weg. Das heißt 600 Kilometer Anfahrt mit Ankunft wahrscheinlich dann erst 22, 23 Uhr. Campingplatz fällt also ziemlich flach. Dazu ist Pfingsten. Wahrscheinlich ist da eh alles ausgebucht. Und auf gut Glück losfahren. Für mich alleine mag das okay sein, aber da meine bessere Hälfte mitkommt, braucht es auf jeden Fall Klo und Hygienemöglichkeiten. Also, blöd. Alternative, wenn das zu heiß wird, wäre der Megamarsch 100 München vom München nach Mittenwald, glaube ich, ist das. Ne? Da gibt es wohl bei Thalkirchen einen Campingplatz, der behauptet, man braucht nicht reservieren, man findet immer ein Plätzchen. Wäre relativ nah am Ziel, am Start und dann müsste man mich da halt wieder am Ziel abholen. Also, was machen wir? Hat einer von euch eine Idee, ob und wo ich denn auch am Abend des Freitags 22, 23 Uhr ein Plätzchen finden könnte, wo es auch Hygienemöglichkeiten, also Dusche, Toilette und sowas gäbe, wo ich mit meinem Camper unterkommen kann. Und ansonsten fällt das leider flach, dann muss man das nächste Mal früher irgendwie ran, muss dann vielleicht vorbuchen und gucken, wie man das dann gestaltet, vielleicht noch einen Tag Urlaub nehmen oder so. München ist natürlich dichter, ne? Das sind nur knapp 300 Kilometer, wenn überhaupt. Ist ja bei München, das sind 240, 230 Kilometer bis dahin. Das ist auch am Nachmittag noch zu machen, zu einer normalen Campingplatzöffnungszeit da anzukommen. Beide Märsche sind geil. Berlin soll eine gerade Strecke haben, gerade Berlin durch die Nacht soll sehr schön sein. Aber auch diese One-Way-Strecke Richtung Berge von München aus hat seinen Reiz. Ach, ich bin hin und her gerissen, Leute. Also kommt, helft mir. Ab in die Kommentare, was denkt ihr? München oder Berlin? Und wenn Berlin, wie? Wir sind jetzt auf dem letzten Kilometer, dann haben wir so circa die 20 auch wieder voll. Eine wichtige Sache zum Schluss noch. Wir haben ja die 1000 voll gemacht, habt ihr mitgekriegt. Mittlerweile sogar schon ein bisschen mehr geworden. Und ich habe ja gesagt, irgendwas extra mit und für euch möchte ich machen, wenn wir die 1000 knacken.
Und da seid ihr gefragt, was soll das sein? Also, ich weiß nicht, muss über die Kommentare laufen lassen, über E-Mail, ob ich über Community-Link eine Umfrage machen soll, aber das brauche ich erstmal Ideen von euch. Was würdet ihr gern auf diesem Kanal mit mir mal sehen, was es so bisher noch nie gab? Also, ich bin gespannt auf eure Infos. Freunde der gepflegten Wanderblase, wir sitzen mittlerweile schon wieder auf der Einstiegskante des Busses, meinem absoluten Lieblingsplatz. Heißt, die Tour ist vorüber. Auf dem Rückweg habt ihr jetzt leider nicht mehr so viel gesehen. Dafür habe ich euch ein bisschen mehr zugelabert, weil, wie gesagt, ziemlich die gleiche Rückstrecke wie hin. Da brauche ich mal noch ein bisschen mehr Zeit. Ich denke, man kann hier auch schönere Wege gehen. Natürlich, klar, die Mühlen, die werden wir nochmal abwandern in Ruhe, ohne Vatertagsgedöns fast schon. Also das hat eher so die Ausmaße. Und dann aber auch ein paar Naturecken rundherum, da gibt es ja so drumherum bestimmt auch noch ein bisschen was zu sehen, links und rechts vom Tal. Gut. Also insgesamt war das heute natürlich mehr ein Reinfall von den Menschenmassen, wenn ich mal in Ruhe wandern möchte. Aber ansonsten landschaftlich natürlich trotzdem schön. Ich hoffe, das hat das Video so ein bisschen rüberbringen können. Gut, ihr denkt dran, mir in die Kommentare zu schreiben, was ihr euch wünscht für diesen Kanal als Sondervideo für die 1000. Also, bis dann. Und hallo. Und damit bleibt eigentlich wieder nur unsere Verabschiedung zu benennen. Die lautet wie immer ganz gemütlich. Nein, heute machen wir was anderes. Heute sagen wir, Leute, der Frühling ist da. Geiles Wetter. Geht raus an die frische Luft. Macht ein paar Meter. Ciao.